Liebe Freunde, liebe Gäste, herzlich willkommen auf Johann Lafer Stromburg zur Hausparty. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie sollten sich jetzt richtig verwöhnen lassen. Ich wünsche viel Spaß beim Essen, besuchen Sie alle Stände und natürlich vom Herzen guten Appetit. Gut, danke, danke. Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Musik und des guten Essens, ich werde Sie heute Abend mit diesem gut aussehenden jungen Mann heute durchs Programm führen. Bitte begrüßen Sie mit mir zusammen Yuki Nagatsuka und Gerhard Weltstein. Team am Klavier, auch im Privatleben sind sie ein Paar und haben zwei Kinder. Das sind Maria Weltstein und Julia Weltstein. Wir würden die Julia mal auf die Bühne bitten. Julia Weltstein mit Bollywood's Kick. Ich denke, das ist jetzt war so ähnlich wie bei Lafer, Lichter, Lecker. Der Lichter hat gesprochen, der Lafer hat gekocht. Heute ist umgekehrt, heute muss der Lafer kochen.
der Licht ist nicht da. Also ich wünsche Ihnen natürlich jetzt viel Spaß, einen guten Appetit. Wie gesagt, wenn Sie bei 60 ungefähr angekommen sind, dann komme ich wieder. Dankeschön, viel Spaß. Haben Sie das schon mal probiert? Frisch gekochte Spaghetti werden in einem ausgehöhlten Parmesankäse geschwenkt und dann mit Trüffel verfeinert. Ich kann Ihnen sagen, lecker. Im Kräutergarten, da gibt's leckeren Vulkanoschinken aus meiner Heimat Steiermark und eine sehr, sehr schöne Tafelspitzterrinne. In der Küche gibt es leckeren Flammkuchen und meine Leibspeise. Was ist das? Natürlich Wiener Schnitzel. Haben Sie schon mal das tolle Nebraska Beef probiert? Für mich ist das eines der besten Rindfleischsorten überhaupt. Nur zu. Das frisch gebackene Brot von meinem Bäcker Ofner aus meiner Heimat Steiermark. Sie müssen das probieren. Das leckere Dessert, ich kann es nur sagen, lassen Sie sich schmecken, guten Appetit.
habe das Gefühl, es ist eine gute Stimmung. Die Gäste sind zufrieden, die haben auf jeden Fall reichlich gegessen. Und ja, wenn Gäste reichlich essen und auch einen guten Eindruck hinterlassen, zumindest mal einen glücklichen Eindruck, dann habe ich das Gefühl, es ist ganz gut geworden. Einfach schön. Ja. Einfach schön. Ja.